Alter, was geht ab, Leute, Homie? Heute wieder mit einer weiteren Folge von Sind meine Pokémon gut für mein Level? Hab gestern echt eine Menge versucht abzuarbeiten oder zumindest versucht die Nachrichten zu beantworten und dann alles hier abzuspeichern. Saß eine halbe Stunde ungefähr da, hab ein paar Nachrichten beantwortet und übrigens, also wenn ich Smiley und Daumen hoch schicke, dann heißt, hat das nichts mit euren Pokémon zu tun, das heißt nur, ich habe die Nachricht erhalten, hab das abgespeichert und ihr werdet im Video drankommen, also bitte nicht nachfragen, ob ihr dann noch im Video drankommt, weil das kostet echt nur unnötig Zeit. Ihr seid dann im Video, ja. Und hab dadurch ein paar Nachrichten abgearbeitet. Dachte, ich hätte echt gute Arbeit geleistet, aber es hat nicht aufgehört. Da stand immer noch 99 plus. Egal wie viele Nachrichten ich beantwortet habe. Also, das ist echt verrückt. Aber fangen wir direkt mal an. Diesmal mit Joker Face. Level unbekannt. Zwei Despotar, zwei Dragonair. Er wies unbekannt leider. Zapdos 96, Lizaros über 3000. Garados 91, noch ein Dragoran. 96 Galaxo, ganz, ganz knapp unter 3000. Der wäre perfekt für das alte Arena-System geworden. Also nicht das ganz alte, sondern das, wo die mit 3000 und mehr WP mehr Motivation schneller verloren haben und die weniger halt nicht so schnell. Da wäre er echt perfekt gewesen. Darunter kann ich noch ein Hytera sehen mit 2,8, fast 2,9. Noch ein Dragoran und noch ein sehr solides Galaxo. Also. Sehr gute Pokémon. Sechstes haben wir Denu. Level 34. 100er Zapdos, Glückwunsch. 100er Dragon, nicht schlecht. 98 Despotar, also die zwei besten Pokémon auf 100 und 98, was will man mehr? Danach ist relativ schwach für 34, also 34 und dafür nur 2 über 3000. Ist sehr, sehr schwach. Aquana, naja, Lizaros sehr schlecht. 2,5, 2,5, 7. Also die zwei Top-Pokémon Hammer, die kannst du ohne Sorge auf Max pushen. Zapdos eigentlich auch. Der Rest danach ist ein bisschen schwach. Dann von Life is a Joke, zwei Fragen. Die zweite Frage ist nicht mit dabei. Okay, nur eine Frage. Die andere ist weiter unten und dann, ihr wisst, passt nicht alles auf den Screenshot. Level 34, genau. Der ist auch Level 34, wie der davor. Und man sieht hier schon einen kleinen Unterschied. Ein bisschen mehr über 3000, hat ein bisschen mehr über 2,8. Allgemein ein bisschen stärker einfach. Aber auch ziemlich schwach für 34, würde ich sagen. Garados 80%, Pagelaxus so im Mittelfeld. Ein gutes Galaxo über 3000, 93%, der ist nicht schlecht. 91er Dragonair, 91er Despotar. Ist auch wie der andere ein bisschen schwach. Dann von Leonard. Er hat mir ein Bild geschickt und so. Und zwar so sieht es aus, wenn ihr mir das Bild falsch schickt. Also die Frage kann ich nicht beantworten, ob die gut sind für sein Level 33. Aber er hat mir noch eine andere Frage gestellt. Und zwar, was soll er pushen? 91 Zapdos oder 93 Lavados? Und ich habe gesagt Zapdos, weil Zapdos der beste Angreifer ist. Donner kann man gut gebrauchen. Und für Feuer gibt es zum Beispiel jetzt Entei. Dann von Emre, Level 34. Hat 200.000 Sternstaub, alles klar. Und ist seit 500 Abos dabei. Danke, Emre. Auch 34, also heute ist irgendwie wieder Level 34 Tag. Die zwei letzten auch Level 34. Dragoran, solide, Garados 100 ist okay. Und dann wird es ein bisschen schwach. Das zweite Garados ist noch okay. Und dann wieder so ein krasser Abstieg. 2,8 und drunter, nur Aquana. Auch ein bisschen schwach, also die 34er heute relativ schwach, würde ich sagen. Dann von Manuel, Level 32. Zwei Despotar, 1,91, das andere nur 82. 82 Lizaros, 76 Lizaros. Garados, Galaxo, Aquana. Er hat noch drei Despotar, die er powern möchte, also mal schauen. Aber auch eher auf der schwachen Seite heute. Heute alles ein bisschen schwach, würde ich sagen. Oder bin ich heute zu kritisch? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ich und du bist du. Level 36, okay. Das Bild ist ein bisschen verschwommen. Garados 98, Dragoran 87, Despotar 84, 3, fast 3,5 der eine, 3,3 irgendwas der eine. 93er Despotar nochmal. 89, 82, über 3000, über 3000, alles über 3000. 9, 10, über 3000, 4, 36. Ja, auch. Eigentlich ganz gut, echt solide, aber einen Tick zu schwach. So. Zwischen dem Hytera und dem Aquana. Da ist der Sprung ein bisschen zu groß.
Also keine Ahnung, wie viel IV das Hytera hat, aber wenn das Hytera jetzt auch noch ein bisschen mehr gepusht wäre, dann wäre schon okay. Aber so 10, gerade so über 3000, ein paar eher schlechte, miese IV, aber eigentlich okay. Davon unglaublich. Level 33, kannst du mich im Video erwähnen? Ja, kann ich. Drei Despotar, drei Dragoran, zwei Galaxo, Lugia, drei Gyarados. Sieht solide aus. Dragoran 100. Es haben so viele Leute Dragoran 100 oder Despotar 100. Ist echt unglaublich. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, der ist 33. Wir haben davor ein paar 34er gehabt. Die hatten zwei, maximal drei über 3000. Und der hat hier sechs und drei, die knapp unter 3000 sind. Und dann welche mit 2,8, also top. Dann von XX Astral 0815. 35. Despotar mit dabei. Dragoran mit dabei. Gyarados geht so raus. Okay. Ah, bisschen schwach für 35. Er hat ungefähr, ist auf demselben Level wie die 34er da. Bisschen besser, weil er halt 35 ist, aber wäre er auch 34, dann wäre er mit demselben Boot wie die schwachen 34er, die gerade dran waren. It's Sunny. Level 28, ihr wisst, Level 28 bewerte ich echt ungern. Und er weiß es auch, aber trotzdem kein Problem. Viele MFGs, keine Ahnung wieso, aber okay. Zwei Gyarados, Draugan, Relaxo. Aber da seht ihr schon, 2-2 ist sein sechstärkstes Pokémon. 28 ist nicht so knapp unter 30 oder so. Dir muss ich auch leider sagen, bisschen relativ schwach sogar, nicht nur ein bisschen, relativ schwach für 28. Aber mach dir keine Sorgen, spar deinen Staub, gib ihn noch nicht aus. Und dann mach dir später Gedanken darüber. Von Jonathan. Auch Level 28. Wir haben viele heute, die ähnliche Level haben. Da können wir direkt vergleichen. Von dem davor, das stärkste war 2,7. Von ihm auch 2,7. Dann das nächste 2,4. Und von dem hier 2,5. Auch ein Dragon mit dabei. Ein Geowatz 100, nicht schlecht. Sehr nice. Zapdos. Auch solide. Mach dir keine Gedanken. Das kommt schon noch. Dann von Patrick. Eine kurze Frage, was soll er pushen? Lugia 89 oder Arctos 96? Und ich würde das Arctos pushen. Arctos, es gibt nicht viele Eisangreifer momentan. Das einzige andere ist, das relativ gut ist Lapras. Dementsprechend 96 top. Was will man mehr? Außer 100 natürlich. Aber 96 Arctos kann man auf jeden Fall pushen. Und auf jeden Fall hat man dafür mehr Verwendung als ein Lugia. Lugia kriegt halt mehr WP, aber momentan mit dem Arena-System ist das irrelevant. Dann von eine Seite ohne Name. Level 30. Erster Lizaros, Gyarados und das Slasher King Max gepusht. Das Slasher King sieht man nicht, aber okay. Was ist Max gepusht? Lizaros und Gyarados. Okay. Schwach für 30. Bisschen schwach auf jeden Fall für 30. Phil. Was hat Phil hier? Ein Shiny Pikachu. Entwickeln oder warten? Auf jeden Fall warten. Man hat echt keine Verwendung für Shiny Raichu. Aber Glückwunsch. Ich suche auch noch einen. Dann von Lien. Level 34, das sind seine besten. Okay, übertreib. 100er Gyarados, 100er Despotar, 100er Dragoran. Sehr nice. Aber WP-technisch bisschen low. Aber top. Sehr, sehr gute Pokémon. Die kann man alle auf Max pushen, die 100er. Aber sehr saftige Pokémon. Despotar und Dragoran direkt auf Max pushen. Dann von Niki. Level 32. Drei Dragoran, zwei Despotar, zwei Gyarados, ein Galaxo, ein Arcanine. Ist gut für 32, ja, sehr solide. Dann von Pokémon Go Malle. Soll ich das Lavados pushen oder nicht? 71%, nein, pushen nicht. Aber so wie es aussieht, hat er es bereits gepusht. Dann von Insta-Wolf. Level 30. Was sind das für Zahlen? Das sind ja schreckliche IV. Schrecklich. Falls diese Zahlen die IVs sein sollen. Nein, nicht gut. Von Jojo. Auch Level 30. Sieht gut aus, ja. Dragoran, Despotar, Gyarados, Lizaros, Geowatz. Und IV unbekannt, aber die sehen gut aus. Sofern die IV auch top ist oder relativ okay ist. Dann von Leo, 35. Ein totes Despotar, nur 82. Keine Ahnung, wieso der so hoch ist. Dafür, dass er 82 ist. 98er Dragoran top. 89 Dragoran, 91 Dragoran, 93 Despotar, 91 Lugia. 100er Gyarados. Stabiles Galaxo und noch ein Lizaros, also 35. Auf jeden Fall sehr solide, auf jeden Fall sehr gut, ja. Dann von FLXQXE. Flex. Ja, egal. Level 31. Kurzer Pokémon-YouTuber, danke dir.
Wild gefangen, saftig. Was? Achso, okay. 31, ja. Nicht so top. Ausbaufähig auf jeden Fall. Bisschen Luft nach oben ist auf jeden Fall noch da. Lern von Jan. Level 32. 100.000 vor 32. Also mittlerweile wahrscheinlich 32 jetzt. Hat auch seine Pokémon irgendwie MFG genannt. So wohl irgendein Jugendtrend, den ich nicht verstehe. Ah. Nur 1 über 3000. Kein Dragon. Nichts Aquana. Auch ein bisschen schwach für Level 32. Dann von Mike. Und zwar hat er eine Frage. 100% IV Carpador, aber Level 4. Nein, Gyarados ist momentan nicht so top, habe ich ihm auch geschrieben. Dementsprechend echt unnötig, so einen Gyarados hochzuziehen. Dann von Sebi. 100er Evoli gefangen. Glückwunsch, Shoutout an ihn. Wollt ihr unbedingt haben. Dann von PokeGo. Level 27. 93 Despotar ist okay. Pakangamas. Nice. Donphan 82, ja. Shiny Bad IV Gyarados. Okay. Was? 27? Auch ein bisschen schwach für 27. Das siebstärkste Pokémon ist ein Ausschuss mit 73% und 1,6 WP. Das ist auf jeden Fall schwach. Aber Glückwunsch an die Kangamos. Als nächstes Noob Gaming. Level 33. Will, dass ihr im Video dran kommt? Auf jeden Fall. Bis im Video. 89 Despotar, 87 Despotar, 87 Dragon, 63 Dragon, 91, 80, 73, 69, 75. Welches Level? 33. Ist okay, ja. So, nach dem 91er Gyarados könnte es auf jeden Fall ein bisschen besser sein. Aber die oberen 5 sind okay. So, machen wir noch ein paar. Weil es kamen echt zu viele Nachrichten, da muss ich ein paar mehr in die Videos reinpacken. Als nächstes von Mark, Level 32, Despotar. Oh nein. Da brauche ich gar nicht weiter zu schauen. Ist auf jeden Fall schwach für Level 32. Weil das zweitstärkste direkt nur 2,7 hat. Aber Galaxo 98, also Potenzial hast du. Muss nur ein bisschen gepusht werden. Dann von Nico Gams, Level 32 Dorfspieler. Despotar, Dragoran, KFC Galaxo, 98 Rizoros. Ist gut, ja. Obwohl. Nach dem Gyarados ist auch wieder ein bisschen ausbaufähig, aber das machst du schon. Dann von Werner. Level 30. Oh, das ist nicht schlecht für Level 3. Obwohl. Dragoran 93, Despotar 82, 82 Gyarados, 84 Rizoros, 80 Galaxo, 93 Aquana. Zapdos. Auch ausbaufähig, würde ich sagen. Aber ab 30 geht es erst los, also jetzt kannst du loslegen und da deine Armee stärken. Dann von Dominik, Level 29. Grüße im Video, auf jeden Fall Dominik. Dragoran, warte, schau, der zum Beispiel, der ist Level 29 und hat ungefähr dieselben, wenn nicht sogar ein bisschen besser als der davor, der 30 war. Also gut für 29 auf jeden Fall, Dominik. Dann Fighting LP. Level 31 Dorfspieler, 96 Dragon, 100er Gyarados, 27 Dragon, ich nehme mal an, wild gefangen. 87 Aquana, ist das 91 Simsala, 71 Aquana. Ah, da ist der Sprung richtig krass. Also die Top 2 sind top, so erwarte ich mir das von einem 31er. Und dann geht es auf einmal richtig runter auf 2,5 Aquana. Dementsprechend eher schwach. Dann von Thomas, Level 28 Dorfspieler. Despotar geht noch über 3k, aber Sternstab ist nicht vorhanden. Ja. Der Rest, da sehe ich leider nicht genau die IV. Nicht die IV, sorry, die WP. Die WPs kann ich nicht genau sehen. Ich kann es nur so erahnen. Dragoran 2,9, 2,8, 77 oder irgendwie sowas. Shiny Gyarados, aber auch da keine Ahnung leider. Leider sehr schlecht einen Screenshot gemacht. Aber für 28 ist das, denke ich mal, okay. Dann kommen wir zum letzten für heute. Und zwar von Pantyman. 9.04.2016, alles klar. Was auch immer da stattgefunden hat. Level 30 Dorfspieler. Will gegrüßt werden, alles klar. Grüße und deine Pokémon. 3K Despotar, 3K Dragoran. 2,6 Aquana. Nochmal Aquana, Aquana. Gyarados, Rizoros, Rizoros. Level 30. Okay, solide, aber auch ausbaufähig. Heute sehr viele ausbaufähige. Da haben mich heute nicht so viel überzeugt.
Oder ich bin heute irgendwie extra streng, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das war's. Wie immer könnt ihr mir eure Fragen schicken. Zum Beispiel, wie gut sind meine Pokémon für mein Level? Oder auch andere Fragen. Per PN an Twitter, Facebook oder Instagram. Oder unten in die Kommentare. Und dann werden wir die in den nächsten paar Videos hoffentlich beantworten. Wenn die Nachrichten mal irgendwann weniger werden, der Haufen da. Aber ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt meine Social Media Sachen ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.